hat. Das ist Melissa. Hallo. Und zwar, genau, heute ist, also diese Woche ist Thema Tanzen bei mir. Und deswegen bin ich hier bei der wunderbaren Melissa. Und Melissa, du bringst mir heute deine neue Choreo bei, richtig? Ja. Eine sexy Stuhlkombo, das passt zu dir. Oh, okay. Und ja, wenn du willst, können wir gleich anfangen. Ja, sehr gerne. Okay, Am Anfang haben wir zwei Achter, so diesen Freestyle. Du kannst entweder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, was eigenes. Kannst du auch, egal welche Pose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann gehen wir los mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Okay. Über den Kopf. Genau. Dann bist du direkt unter deinem Stuhl. Genau. Und dann kreuzen wir. Kreuzen, öffnen. Nochmal. Und kreuzen, öffnen. Sehr schön. Dann auf die Halsspitze laufen, laufen, drehen. Und dann hier immer. So, da fängt sie an zu sehen. Genau. Und dann nice. Hier rechts, links. Ja, also rechts hier, links, dann umdrehen, wieder kurz tief gehen und einmal so und wieder hochkommen, umdrehen und rum. Ja, sehr schön. Bis hier, einmal Schulter, in die Schulter, nach, und zurück noch einmal, du drehst nach vorne so und wieder zurück. So, wieder zurück. Ja, nochmal, ohne Musik und dann versuchen wir mit Musik. Am Anfang ist Freestyle. Du kannst dir überlegen, welche Pose du machst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zweite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hand oben. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Laufen 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, drehen. Ah, genau, und jetzt die Arme rechts und links und drehen, tief, so tief wie du gehen kannst, kannst du so gehen und wieder hoch, sehr schön. Und einmal ganz lang. Das ist hart. Sehr schön. Und dann gehen diese Schritte 1, 2, 3, 4. Jetzt hier, da können Sie anzusehen, 6, 7, 8. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Ja, es ist nur, warte mal, wenn du sehen kannst. Es ist 1, 2, 3, 4, drehen 5, 6. Raus mit den Beinen hier. Sehr raus. Genau, 7, 8. Umdrehen und dann. Affection, dann geht es hier else, no one else in the room. No one else in the room. Und dann geht es schnell, dann geht es working it down like there's no one around. They keep working. Und Gesicht bleibt vorne, das ist nicht, dass du den Kopf zwingst. Also sieht auch gut aus, aber ich würde erstmal mit dem Kopf, boom, Gesicht. Und nochmal, boom, Gesicht, sehr gut. Jetzt kannst du mit dem Kopf runter. Hoch, genau. They keep watching. Jetzt Kopf roll, Kopf kreisen, boom. Und dann watching,
ganz leicht öffnen. So, genau, diese Richtung ganz leicht öffnen. Sehr schön. Nochmal mal viel machen vom Rücken mit Darm, wo sie anfängt, eine schöne genau. Sehr gut. And working it down like this. Und das ist schnell, es ist so. Working it down like there's no one. Das ist schnell. 5, 6, 7, los. Working it down like there's no one around. They keep working. Pull. They keep working. Genau. Camera flashing the way down. But they keep watching. Einmal so Kopf roll. They keep watching. Öffnen. Genau. Okay. Ja. Bist du gleich in dem Refrain oder lieber wiederholen noch einmal mit der Musik? Pose. Frei. Wir drehen uns um mit dem Popo zurück. Give me more. Und dann
Ja. Okay.
bisschen was über dich. Ja, ich habe angefangen mit bulgarischem Volkstanz. Da war ich noch klein, dann bin ich nach Deutschland gekommen, habe dann mit 13 Jahren meine ersten Hip-Hop-Klassen gemacht. Bin dann später, weil es mir langweilig wurde, zu Jazzdance und dann erst in der Musical-Ausbildung habe ich Ballettstunden gehabt. Und ich hatte Glück, dass ich dann nach der Ausbildung ein bisschen in L.A. trainieren konnte, ein bisschen in Amsterdam. Und es haben sich auch beruflich ein paar Träume verwirklicht für mich, weil Madonna ihr Fitnessstudio hier eröffnet hat und suchte Tänzer und ich habe da ein Casting gemacht, habe gerade mein Kind entbunden und dann 2 Monate später stand ich dann mit Madonna in Berlin auf der Bühne und seit 10 Jahren tanze ich auch für die Originalsängerin von Bonnie M, so Daddy Cool und Rasputin und mit ihr war ich viel unterwegs in der Welt und ja, ein paar Musicals auch mitgemacht und auch als Tanzmodel, weil ich immer groß war, also bin, immer noch bin, ja, aber auch groß, habe ich dann als Tanzmodel so für Adidas oder Venice Beach und Porsche damals, da habe ich verschiedene, habe die Möglichkeit gehabt, viel, viel zu tanzen in meinem Leben und jetzt hat es mir Spaß, dann macht es mir am meisten Spaß zu unterrichten. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich, aber nicht nur beim Tanzen, ich habe dich ja auch schon mal gesehen mit dem besten orientalischen Tänzer Essa Sade in einem Kurzfilm und du hast auch eine super Rolle im Kurzfilm gemacht. Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, wir haben uns mit Essa Sade zusammengetan und wollten einfach ein Showreel und einen kleinen Kurzfilm uns in Szene setzen als Schauspieler, um da unsere berufliche, um uns auch beruflich weiterzuentwickeln. Und es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben uns eine Szene ausgesucht und haben die dann gedreht und da spielt Essa Sade, mein Mann, der ständig auf Tour geht, ein Musiker, der auf Tour geht und Tänzer und ich war dann die zu Hause bleiben musste, weil ich dann auch schwanger war, konnte ich ja nicht mitreisen in der Szene und das war richtig lustig, weil wirklich ein Jahr später war ich auch schwanger. Ja, ja, das hast du dann synchronisiert. Ja gut, also nächste Woche habe ich natürlich, oder die Woche schon, bin ich auch sehr gespannt, weil Essa Sade konnte ich seit 6 Monaten, bin ich schon hinter ihm her, wegen einem Interview, wegen Treff-Interview, da er wirklich sehr, sehr, sehr beschäftigt ist und wirklich sehr viele Auftritte hat. Ja, und ich freue mich richtig, dass ich jetzt demnächst mit Essa Sade auch ein Interview haben werde. Oh, darauf bin ich auch sehr gespannt. Ja, na gut, dann, Melissa, wie ist es? Noch eine Frage. Wenn jetzt jemand 20 ist, aber wirklich Tänzer nochmal sein möchte, und für meine ist es wahrscheinlich zu spät, aber für andere Tänzer wäre das trotzdem möglich. Ich habe tatsächlich mit 19 angefangen zu studieren und es gab auch einen 24-Jährigen. Es ist alles noch möglich. Oder? Es ist alles, oder? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also ich kann auch nochmal trotzdem, ich meine, ich bin ja Tänzerin, aber so bei Dance Companies oder vielleicht mal so Auftritte machen? Ja, ganz bestimmt. Okay. Ja. Also mit einer Gruppe meine ich jetzt nicht solo, da werde ich ja gebucht, aber so jetzt vom Oriental zu so einem schönen Tanz, was du machst. Ja, das ist alles möglich. Das ist sehr gängig, sehr schnelle Aufnahme und flexibel. Also du wirst es schaffen. Naja, dann bis bald hoffentlich. Ja, das hoffe ich auch. Ich freue mich.